Hey Fendi, mir ist was los heute. War hektisch. Ja, war viel los heute. Die beiden Hendersons auf OS-302 können keine 5 Minuten liegen bleiben. Ich kann mit so etwas nicht umgehen. Ja, ich bin den beiden auch schon begegnet. Echt? Wo? Unten am Haupteingang. Oh je. Dabei habe ich sie doch gerade wieder ins Bett gekriegt. Muss ich irgendwas wissen? Die Nessens haben sich gegenseitig vergiftet. Was? Wollten sie sich umbringen? Nein, nein. Es war eine Mutprobe, aber die beiden können das sicher selbst am besten erzählen. Ich schau mir das mal direkt an. So schlimm kann das ja nicht sein. So wie die hier schon rumrennen. Ich weiß nicht. Die Tests heute Mittag sahen nicht so harmlos aus. Dir wird bestimmt nicht langweilig. Ich gehe jetzt. Uff. Ich will nur noch auf die Couch. Das hast du dir verdient. Entspann dich. Gut. Wir sehen uns dann morgen. Heiß und Beinbruch. Hey, na? Erste Nachtschicht, wie? Hehe. Alles in Ordnung? Kommst du klar mit deiner Schicht? Ja, eine komische Ruhe. Hier um diese Uhrzeit. Das nennt man Müdigkeit. Die Belegschaft, die kranken Leute. Alle sind müde. Ich liebe diese Stimmung. Bei dieser Stille fängt der Kopf erst richtig an zu arbeiten. Und man kann sich über die Dinge Gedanken machen, die im Alltag nicht schaffst. Ich versuche erstmal meine Aufgaben ordentlich zu machen. Auch das kann ich empfehlen. Selbst wenn Dr. Kukowski nicht da ist, spüre ich manchmal ihren kalten Atem im Nacken. Brr. Oh, die ist nicht da. Das ist schön. Ah, dachte ich mir. 102. Erstmal hier. CP31. Guten Abend, Irma. Wie geht es Ihnen denn heute? Schön, der Herbst nicht. Nur schade, dass es immer so schön früh dunkel, schon so früh dunkel wird. Ich hatte nichts dagegen. Ich hätte nichts dagegen, ein paar mehr Sonnenstunden. Zum Glück ist es hier drin hell genug. Ein langer Herbstspaziergang würde mir aber sehr gut tun. Trotzdem gebe ich Ihnen recht. Wissen Sie, als ich noch jung war das Licht nicht so selbstverständlich. Wir mussten es immer erst fangen. Fangen? Das Licht. Das war früher flinker unterwegs, als wir es heute gewohnt sind. Das war ganz schön knifflig. Wenn Sie möchten, erzähle ich Ihnen eine Geschichte. Klar, warum nicht? Aber nur, wenn Sie nicht von der Arbeit an heute. Das geht schon. Betrachten Sie es als Teil meiner Arbeit. Stimmt, ich bin schließlich Ihr Patientin. Hehe. Also, das war so. Damals, 1825. Bevor es in Porcupine Straßenlaternen gab, mussten wir uns etwas einfallen lassen, wenn wir nachts etwas lesen wollten. Da braucht es eine ausgebildete Lichtfängerin wie mich. Um Licht zu fangen, reicht es natürlich nicht, tagüber einfach den Topf aufzumachen und dann, wenn er voll ist, den Deckel darauf zu machen. Probieren Sie das mal, denn dann merken Sie schnell, dass das nicht klappt. Licht ist nämlich unheimlich schnell. Nichts ist schneller als Licht. Bis Sie den Deckel darauf haben, ist das Licht schon wieder draußen und nachts gucken Sie dann aus dem Schlafanzug. Tja, da war guter Rat natürlich teuer. Ich habe dann versucht, Köder auszulegen. Vielleicht mochte das Licht ja Erbseneintopf oder Schokotrüffel. Mochte es aber nicht.
Was es aber mochte, waren die Blumen, die mein Mann Gilbert im Garten verwachsen hatte. Eines Nachts sah ich, wie kleine Lichtlein um die Birnen herumschwirrten und sich dann niederließen. Eureka, dachte ich. Irma, jetzt hast du's. Da man da nur schlecht Obst in Lampen schrauben kann, bat ich unseren Glasbläser, birnenförmige Gläser herzustellen. Und siehe da, als wir die Birnen benutzten, kam das Licht mit Lichtgeschwindigkeit in unsere Stuben und wir konnten endlich bei Nacht lesen. Damit das Licht weiß, wann es kommen soll und gehen soll, kitzeln wir es mittlerweile natürlich mit Strom. Kippschalt an, Kippschalt aus, Sie wissen ja, wie das läuft. Und so bin ich Lichtfängerin geworden. Aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wirklich gefangen habe ich das Licht ja nie. Sie wissen ja, dafür ist es viel zu schnell. Ja, so war das damals, als ich noch jung war. Physik war noch nie meine Stärke, aber ich finde, das macht alles Sinn. Ich werde mir mal meine Lampen zu Hause genauer angucken. Jetzt haben sie mir alles über das Lichtfangen erzählt, aber noch nicht, wie es ihnen geht. Wie fühlen sie sich denn heute? Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Ein komisches Gefühl, nicht zu wissen, wie es einem selbst geht. Ich habe so viel geschlafen, wie ich schon lange nicht mehr. Und mir ist ein wenig fröstelig. Ich schaue mir das mal an. Geht ganz schnell. Oh, wie dieser Diagnosebogen. Fröstelig. Arme Beine. Die Zähne klappern und das Herz. Und Knochen und das Herz. Aha. Lösung enthält Symbol. So in der richtigen Stelle. Das Herz bestimmt. So vielleicht. Aha. Kopf. Die Knochen und da das Herz. Das Herz ist ja falsch, die Zähne vielleicht. Oh ja. Symptom gefunden. Handlung abgeschlossen. Ihr Fieber ist gestiegen. Immerhin wissen wir inzwischen, dass es sich um ein Lungenentzündung handelt. Wir werden sie weiter medikamentös behandeln, bis die Symptome schwächer werden. Vor allem das Fieber muss runter. Da können sie auch besser schlafen. Herrje, früher hätte ich das leichter gesteckt. Im Alter ist das Immunsystem nicht mehr so hart im Leben. Dann haben sie mich jetzt noch etwas länger am Hals, Herr Doktor. Die komische Alte mit ihren Schichten. Schrecklich. Ja, sie wissen ja gar nicht, was sie sich da eingebockt haben. Berufsrisiko. Und jetzt schlafen sie besser. Sie brauchen jetzt Ruhe, dann sind sie bald wieder auf dem Damm. Ich bin zwar Mediziner und der Spruch ist etwas ausgelutscht, aber Schlaf ist meist die beste Medizin. Das sehe ich auch so. Danke. So, dann zu den beiden Krawallzwillingen. Oder Geschwistern zumindest. Kann ja nur schief gehen. Simbonant, Brückeberger. Ich habe die halbe Flasche ausgetrunken. Von wegen, ich habe gesehen, du sie ausgespuckt hast. Weil ich mich öbeln musste. Ich habe zuerst gegöbelt.
Jungs. Er fängt immer an. Er hört nie auf. Jungs. Er leidet unter Fieber, Erbrechen, Durchfall und Kopfschmerzen. Darf ich fragen, warum? Schimmelkrampf. Ja, Schimmelkrampf. Ich traue mich kaum zu fragen. Wir haben im Keller eine schimmelige Flasche gefunden. Orangensaft. Champagner. Es war gegorener, schaumiger Orangensaft. Nein, dickflüssiger Champagner. Ich glaube, mir wird schlecht. Schauen wir uns das mal genauer an. Wer von euch ist Oliver? Hier. Ha, Olli ist immer Erster. Erst am Verlieren vielleicht, du nichts genau. Oh Mann. O-L-L-I. Olli ist am Start. Was machen wir jetzt? Ich muss dir eine Spritze geben. Boah, was? Nee, Spritzen sind mal voll lahm. Er hat Angst. Guck, wie er zittert. Ich zitter gar nicht. Na los, Doc. Bringen wir es hinter uns. Bitte kurz stillhalten. Finde die beste Stelle, um die Spritze mit ihr anzusetzen. Halte danach eh, um die richtigen Blut zu unternehmen und die richtigen Medikamente zu verabreichen. Ja. Ich vermute mal, wir müssen so ein rotes Ding treffen. Ich würde es mal hier versuchen. Das war gar nicht mal so schlecht. Alles klar, das war's auch schon. Guck, ich habe gar nichts gemerkt. Ein Kinderspiel war das. Ich bin halt völlig mutig. Du hast bestimmt die Spritze für Babys bekommen. Das ist doch Pillepalle. Ich kann das auch. Okay, das, du musst dann Uli sein, richtig? Du bekommst genau dieselbe. Dann wollen wir mal. Wir müssen nur das Blaue hier reinstechen. Ich habe weniger gezittert als Olli, oder, Doc? Lüge, sagen Sie schon, ich war viel besser. Was auch immer ihr getrunken habt, ihr habt euch Bakterien eingefangen. Schigellen, mit denen ist nicht zu spaßen. Ja, Schigellenkrampf. Kein Schigellenkampf. Im Gegenteil, eine Krankheit nennt sich Schigellose und kann richtig fies werden. Ihr beide seid auch ansteckend. Wir werden für die nötige Hygiene und Sicherheit sorgen, damit die Schigellen hier auf der Station nicht die Runde machen. Aber ich habe mehr Schigellose als Olli, oder? Wohl nicht. Wohl doch. Bei dir sieht es genauso aus. Ha. Weiter. Ja. Ja. Vergisst es. Und ihr bleibt jetzt auf der Station. Wenn ihr ansteckend seid, nicht quer durch die Räume laufen. Jo, Finny. Hey Karl, wie läuft's? Ganz gemütlich eigentlich. Die Leute schlafen heute gut. Da hatten Sandra und ich gerade so Zeit für eine Runde UBB. UBB? Urinbecherweitwurf. Gibt's das wirklich? Klar, es gibt sogar überregionale Turniere und in der Pflege. Sandra und ich sind im Ursula-Team und haben trainiert. Eines der Dinge, die meistens nur nachts möglich sind.
Aber ich komme wegen etwas anderem. Vielleicht hat deine messerscharfe Auffassungsgabe es bereits registriert. Aber die Krukowski ist heute Abend nicht da. Durch die ausgezeichnete und lückenhafte Planung der Belegschaft ist gar keine Stationsleitung heute Nacht hier. Als Dienstältester hier übernehme ich deswegen die meisten Aufgaben, bis Dr. Krukowski wieder Schicht hat. Das klingt doch gar nicht verkehrt. Ja, das heißt allerdings auch, dass ich deine Behandlungsergebnisse abnehmen muss. Nervig, undankbar. Und man macht sich meist keine Freunde damit. Also bringen wir es hinter uns. S-Rank. Ja, und ein Achievement dafür. Habe ich heute sehr gut gemacht. Jetzt kriege ich öfters Nachtschichten. Zumindest. Tja, was soll ich sagen? Und wie war das? Habe ich mich angehört wie Dr. Kukowski? Fühle mich komisch. Alles okay, Karl, mach dir keinen Kopf. Es war deutlich angenehmer als die Standpauken von Dr. Kukowski. Okay. Nun gut, ich denke, der Rest der Nacht wird ruhig. Tritt dir ein bisschen die Füße. Versuch zu entspannen. Vor Schichtende machen wir noch eine schnelle Runde und das war's dann. Ich sollte mich vielleicht nochmal waschen. Dann will ich, dass die erkrankten Leute glauben, ich hätte selbst eine Krankheit. Und die färbe ich noch ab. Das sieht doch schon gut aus. Zweite Dusche. Lösch die Farbe aus dem Gesicht. Achievement. Entschuldigung. Kann mir bitte jemand helfen? Es tropft von der Decke. Ich bin schon ganz nass. Es kommt aus dem Zimmer P31. Oh je, so viel zur Pause. Ist das Irma? Ich muss nachsehen. Ach du Scheiße, Mann. Irma, was ist denn hier los? Sie sind ja schon ganz durchnässt. Da sind sie ja. Ich weiß es nicht. Ich habe hier nur gelegen und plötzlich war meine Bettdecke nass. Sie können mir glauben. Hier ist eine Stelle, ein Stein vom Herzen gefallen, als mir klar wurde, dass es nicht meine Schuld war. Ich dachte schon, es geht bergab mit mir. Herr G., ich fühle mich wie damals, als unser Wasserbett geplatzt ist. Der kleine Giano hatte Geburtstag und hat sich eine Piratenparty gewünscht. Ich konnte ja nicht ahnen, dass er uns schon so früh morgens in seinem Piratenkostüm weckt. Damals waren diese Spielzeughaken am Ende noch ziemlich spitz, was Sie wissen. Warten Sie, ich schiebe sie erstmal da weg. Das tut mir, glaube ich, leid. Wir kümmern uns sofort darum. Dann bekommen Sie neue Kleidung und eine extra kuschelige Decke. Was ist denn hier los? Karl, es regnet von der Decke. Das sehe ich. Lass uns nach oben gehen und nachsehen, woher das Wasser kommt. Aber was mit Irma? Heilige Hautablage. Was ist denn hier los? Sandra, gut, dass du da bist. Ich dachte, hier steigt eine Party. Kannst du dich um die Kalma kümmern? Sie braucht dringend frische Kleidung und Bettwäsche. Sicher, kein Problem. Das heißt, null Probleme. Ich bin quasi schon dabei. Finny, wir beide gehen zu Gregor und geben ihm Bescheid. Der war heute den ganzen Tag auf der Station im vierten Stock am Rumwerkeln. Lass uns da nachsehen. Machen wir. Immer, es wird sofort jemand zu sich um sich kümmern. Ich danke Ihnen. Mir wird es gerade auch etwas frisch unterm Rock. Geht ihr mal hoch, Leute. Ich kümmere mich um die Patientin. Wir haben zum Glück gerade ein Bett in 303 frei. Danke, Sandra. Los, Finny, lass uns nach oben gehen. Okay, und besser schnell. Ich habe keine Badehose dabei. Können wir das Bett nicht noch schnell? Hör mal, was ist denn hier los?
Wenn du das durchlässt. Ich glaube, das hatten wir auch schon. Ah, die Haken können sie hinten gehen, sag mal. Was ist denn hier los? Jetzt wird das Ganze hier nochmal abgespielt. Interessant. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, die kümmert sich. Ui, ich bin froh, dass mein Zimmer am anderen Ende der Station ist. Was tut man denn da? Die Feuerwehr rufen? Das müsste ja jetzt hier sein. Ach du große Güte. Wir haben Wasser in einem Krankenzimmer. Ach, was du nicht sagst. Diese Etage ist eigentlich auch kein Schwimmbad. Sollten wir nicht die Ursache finden? Ich bin dabei, Junge. Aber wenn ihr helfen wollt, geht schon mal eine Etage höher. Die Etage im fünften Stock? Aber die ist doch abgesperrt. Hier ist der Schlüssel. Dann kommt ihr durch die Tür oben im Treppenhaus. Aber verratet dem Theobald nichts. Ich habe schon Soft mit dem. Geht schon mal vor. Ich komme gleich nach. Oh, weia. Oder bestimmt das Dach offen oder was? Hat irgendwas das Dach abgedeckt oder was? Zumindest sind wir jetzt zweit. Was ist los? Nichts, alles okay. Worauf wartest du dann? Ich warte auf gar nichts. Du hast doch keinen Schiss, oder? Nein, ich habe keinen Schiss. Aber als ich das letzte Mal hier oben war, hatte ich den Unfall. Das stimmt, aber ich bin jetzt diesmal bei dir. Ich passe schon auf dich auf. Das ist eine stinknormale Krankenstation. Also stinken tut es da auf jeden Fall. Ja, du hast recht. Es ist nur eine Station, so wie die anderen auch. Dann schauen wir doch mal, wo das Wasser herkommt. Schauen wir mal. Hier vielleicht. Oh, hier. Karl, guck mal da oben. Das Rohr ist geplatzt. Ich sehe es und ich fühle es auch. Meine Klamotten sind schon klitschnass. Wie kann denn sowas passieren? Das Rohr ist komplett durchgerostet. Tja, du hast doch am eigenen Leib gespürt, wie gefährlich es hier oben ist. Die Station ist nicht mehr zu gebrauchen. Vielleicht war es wirklich besser, sie einfach dicht zu machen. Das hier ist eine schimmlige Bruchbude. Aha. Immer wieder. Hab ich's gesagt. Es stört ja niemand auf der alten. Es stört ja niemand außer den alten Kriegen. Aber machen soll er. Machen soll er immer machen. Hast du gesehen, Gregor? Ja, das Heizungsrohr ist hin. Einen Augenblick. Erstmal was abdrehen, das wäre mal eine gute Sache. Der alte Gregor hat es nicht leicht. Die alte Ursula hat viel mitgemacht in den letzten Jahrzehnten. Ich tue ja, was ich kann. Aber ich kann auch nicht immer überall sein. Auch wenn ich nicht da bin, kümmert sich niemand um die alte Dame. Und ich will, dass es der alten Dame gut geht.
Auch wenn mir die Mittel fehlen. Wenn mir die Zeit fehlt. Und der Rücken nicht mehr mitmacht. Solange der alte Gregor noch steht, steht auch die Ursula, klar? Danke ihm, Herr Dendor. Sei mal nicht so dramatisch, du alter Sack. Ich bin einmal wieder weg. Ich schaue mir das Rohr die Tage an. Jetzt gerade habe ich noch andere Dinge zu tun. Das Krankenhaus scheint ihm auch wichtig zu sein. Schon möglich, ja. Du warst ganz schön patzig zu ihm. Warum auch nicht? Wir haben uns schon oft in die Haare gekriegt. Immer wenn man mal was braucht, ist er nicht da. Ich rechne nicht mit ihm. Schau doch mal auf heute. Wer hat das kaputte Rohr gefunden? Wir. Wer hat die Reparatur organisiert, als der Aufzug stecken geblieben ist? Wir. Ich. Du. Das einzige, was der alte Sack tun muss, ist ein Stück Klebeband drauf zu pappen und gut. Wie du meinst. Alles in Ordnung? Ich weiß nicht, ich fühle mich komisch. Wieso, ist dir schlecht? Nein, aber ich war seit dem Unfall nicht mehr hier oben. Das kann sein. Und? Naja, es fehlt alles. Der Schreibtisch, das Blut, die unheimlichen Geräusche. Was redest du? Kannst du dich überhaupt an den Vorfall erinnern? Ja schon, aber sag mal, wie hast du denn diesen Vorfall wahrgenommen? Ich war es, der dich hier oben gefunden hat. Wirklich? Ja, und den alten Anders. Und du hast nichts Aufregendes gesehen? Ja, ich finde zwei blutende und nicht ansprechbare Personen auf dem Boden schon auffällig. Ich war ja auch auf der Suche nach dem Anders und dem Anders. Hab's dann knallen gehört und bin sofort hier hoch. Dachte ja eigentlich, man kommt hier gar nicht mehr hin. Aber scheinbar doch. Ihr beiden habt's auf jeden Fall hingekriegt. Ich hab euch beide zur Tür geschleift. Dimi und Archie haben mir dann beim Tragen geholfen. Die waren zum Glück gerade mit einem Treppenhaus. Wollten sich einen Kaffee ziehen. Du bist echt ganz schön massig für deine Größe. Weißt du das? Hast du noch etwas gesehen? War da noch jemand? Finde ich, da wart nur ihr beiden. Halb unter Kartons begraben. Ich verspreche es dir. Warum sollte ich dich anlügen? Der Zustand dieser Station ist eine Katastrophe. Darum wurde sie ja vor ein paar Jahren dicht gemacht. Und ist jetzt nur noch Lager. Jeder lädt hier seinen Müll ab. Keiner kümmert sich richtig darum. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich hier mal jemand verletzt. Ja, und es ist hier versehentlich gelandet. Er war stark verwirrt. Er hat sich dann den Tropf rausgezogen und okay, das soll ich jetzt überlesen. Vermutlich ist er über seinen eigenen Schläuche gestolpert. Oder hat sich darüber angestoßen. Und als du dann noch hinterher bist, ist die ganze wackelige Konstruktion sich zusammengebrochen. Oh Mann. Ja, war eine ganz schöne Sauerei. Wollen wir wieder runter? Ja, gleich. Eine Frage habe ich noch. Was ist denn hier passiert? Wieso ist die Station zu? Guck dich doch mal um. Die Station ist riesig. Wir könnten den Platz gebrauchen. Das Ursula hat eine lange Geschichte. Hier war früher die Innere 1, das ist unsere Station. In meinen ersten Jahren, das ist schon einige Jahre her, irgendwann wurde festgestellt, dass die Wände hier feucht werden. Die Krankenhausleitung hat beschlossen, die Station dicht zu machen. Es wurde sogar mit der Belegschaft abgestimmt. Die meisten waren dafür. Wenn wieder Geld da ist, wird sie wieder fit gemacht, heißt es. Wie du siehst, kam es bis heute nicht dazu. Verstehe. Meinst du, die Station wird irgendwann wieder in Betrieb genommen? Es wäre doch schade, wenn sie hier einfach vergammelt. Ich würde nicht darauf wetten. Man hat sich mit den Jahren damit arrangiert. Und die Leute können ihren Müll hier abladen. Können wir jetzt runter? Ich habe noch ein paar Dinge zu schaffen.
weiter. Es wird auch gleich schon wieder hell gebrüsten. Ja, lass uns weitermachen. Ach, und Karl, was denn noch? Ich danke, dass du mich hier blutend runtergeschleppt hast. Das war sicher anstrengend. Darauf kannst du Gifte nehmen. Du hast Glück, dass ich so ein sportlicher Typ bin. Warte, lass mich hier beinahe.